Name ist Sven Schwarzbach, ich bin Brandoberinspektor bei der Flughafenfeuerwehr und im normalen Einsatzdienst als Einsatzleiter operativ-taktisch eingesetzt. Die Übung findet statt, weil wir verpflichtet sind, alle 2 Jahre ein Notfallszenario zu üben, um die Zusammenarbeit und das Zusammenspiel der verschiedenen Behörden und auch externer Rettungskräfte zu üben. Wir üben heute einen Zusammenstoß von 2 Luftfahrzeugen im Rollbetrieb mit einem Brandausbruch und entsprechender Anzahl von betroffenen und verletzten Personen. Zum einen sind unsere Kräfte der Flughafenfeuerwehr eingesetzt, unterstützt von Kräften der Bundeswehrfeuerwehr hier am Flughafen. Und im weiteren Verlauf werden dann auch Kräfte der Berufsfeuerwehr Köln eingesetzt werden, sowie die hier ansässigen Behörden wie Bundespolizei, die Landespolizei und auch die Unterstützungskräfte, für die Betreuung von Betroffenen und Angehörigen zuständig sind. Im ersten Schritt ist es natürlich, dass wir sicherstellen, dass es so wenig wie möglich Verletzte und Betroffene gibt. Wir werden als allererstes die Angriffs- und Rettungswege sicherstellen, dass noch im Luftfahrzeug befindliche Personen dieses möglichst unverletzt und sicher verlassen können und werden dann damit beginnen, die verletzten Personen zu sichten und dann dem Rettungsdienst und der weiteren Versorgung zuzuführen. Wichtig ist halt, in diesem großen Rahmen regelmäßig zu üben. Das ist im Alltagsgeschäft leider nicht möglich. Deswegen ist es da nochmal wichtig, gerade die Schnittstellen zwischen den einzelnen Behörden und der öffentlichen Feuerwehr zu üben. Genauso wie alles, was im Hintergrund läuft. Der Krisenstab des Flughafens wird zusammenkommen, um die Abläufe und Schnittstellen zu überprüfen. Und da wollen wir natürlich auch, dass wir Verbesserungspotenziale ausfindig machen und uns stetig zu verbessern.